Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Heute machen wir eine richtig leckere Kartoffel-Hackfleischrolle im Käsemantel. Gibt so ein bisschen Joghurtsoße dazu. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann gerne nach dem Intro. Ja, an Zutaten für unsere Kartoffel-Hackfleischrolle mit Käse ummantelt brauchen wir natürlich zum einen Kartoffeln. Leute, das sind Kartoffeln. Die sind aus dem Nachbarort. Da haben wir so einen schönen Hofladen, die vertreiben die Dinger und 2,3 Kilo waren 5 Kartoffeln. Also das ist schon ziemlich genial. Ja, die haben wir natürlich geschält und schneiden die dann mit einer Maschine bzw. Aufschnittmaschine, mit einem Messer, wie ihr wollt, in solche schönen dicken Scheiben. Was ich dann nachher mit mache, ja, das seht ihr natürlich gleich am Anschluss vom Ganzen. Dann brauchen wir Hackfleisch, Zwiebeln, Spitzpaprika grün, Knoblauch, Petersilie. Das hier sind exakt 10 Gramm Petersilie, fein geschnitten. An Gewürzen haben wir dann hier Pulbiber, kennt ihr auch, hier gibt es beim Türken, gibt es in scharf und in mittelscharf bzw. edelsüß, haben wir hier beide Sorten. Dann haben wir Pfeffer, Kumin, Kreuzkümmel und Salz. Das Ganze wird natürlich nachher ummantelt bzw. auf so einem Käsebett, haben wir hier, ist auch vom türkischen Laden. Das ist unser Lieblingsgaul, den nehmen wir auch ganz gerne für Pizza, der zieht sich so schön lang, ne? Da brauchen wir dann 500 oder 400 Gramm von. Ja, Petersilie hatte ich schon gesagt, ein bisschen Olivenöl noch dabei. Wir fangen jetzt an, räumen das hier um. Die Kartoffeln stellen wir erstmal an der Seite, die brauchen wir später. Wir fangen an, das Hackfleisch anzubraten, weil das wird der Belag bzw. das Innenleben von dieser Rolle. Ja, und hier, ich wollte noch einmal just mal vorstellen, hier mein neues Brett, hat mir ein Arbeitskollege gemacht, total genial. Oder Leute, guckt euch das an, das ist ein Eichenbrett. Völlig genial, vorne schräg geschnitten, schön angebrannt und hier steht sogar Dino drin. Ja, an dieser Stelle sage ich mal danke, Dennis, für das Brett, völlig genial. Und ich hoffe, du machst noch mehr davon. Ja, wir bauen jetzt hier um und dann geht es gleich weiter. So, die Eisenpfanne sollte genug Temperatur haben. Jetzt haben wir da so ein Tröpfchen Öl rein. Ja, vielleicht noch ein Tröpfchen. Ist ja Olivenöl, ist ja gesund. So, nicht zu lange warten, damit es nicht verbrennt. Und das Fleisch sofort drauf. Ein bisschen verteilen einmal kurz. Und dann geht es auch schon weiter. So, Fleisch rein. Und das kennt ihr jetzt schon. Dann lasst ihr mal so ein bisschen Farbe annehmen. Ein bisschen anbraten. Ja, und dann geht gleich das Gemüse dazu. Oh, gut. So, Fleisch hatte jetzt hier gute 5 Minuten. Wasser ist weg. Machen wir hier wieder unsere kleine Mulde. Zwiebeln in die Mitte rein. So, ein bisschen verteilen. Und sofort Paprika und Knoblauch hinterher. Das sieht ja schon mal schön aus. Mmh, jetzt kommt der Knoblauch auch durch. Lecker. Kann sein, dass wir da gleich noch einen Schuss Öl dran machen. Ist immer davon abhängig, wie viel Fett aus dem Fleisch kommt. Sieht ganz gut aus. Aber so einen kleinen Schuss nehmen wir noch. Das Olivenöl ist nichts Schlechtes. So, das reicht. Boah, jetzt riecht es hier heftig nach Knoblauch. Und dann lassen wir jetzt noch ein bisschen mitschmoren hier, bevor wir dann gleich die Gewürze dran geben, Tomatenmark. Weil das soll ja keine flüssige Soße sein, das soll ein bisschen fester bleiben. Das wird ja die Füllung. So, jetzt darf das Ganze ein bisschen Farbe annehmen. Und dann schauen wir mal in 3-4 Minuten wieder nach. So, das Gemüse hatte auch seinen Auftritt. Jetzt kommen die Gewürze dran, hatte ich euch ja vorhin gesagt, was es ist. Auf jeden Fall wird das jetzt hier gleich fantastisch riechen. So, die heben wir einmal kurz unter. Dann können wir gleich auch so ein bisschen die Temperatur vom Grill runter. Boah. Also das Kreuz oder Kreuzkümmel kann man sofort riechen. Völlig genial. So, und jetzt machen wir auch gleich die passierten Tomaten und Tomatenmark dazu. Die genaue Mengenangabe wie gewohnt unterm Video. Und nachher probieren am Ende werden wir das Ganze mit einer Joghurtsoße, die wir natürlich auch selber machen. Da sind auch viele tolle Sachen drin. Das mache ich jetzt hier nicht normal. Die Soße, die verlinke ich euch nachher. Die haben wir schon mal gemacht und zwar zu Bratwurstdöner. Das ist eine richtig tolle Joghurtsoße. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier noch einmal richtig kurz durchbraten. Schön heiß hier. Oh, Kreuzkümmel. Herrlich. Ja. Und dann geht es gleich weiter. Wir haben noch mal 100 Milliliter Wasser dran gemacht. Man kann auch
Hört mal. Wer ist da denn? Ja. Hey, Großer. Hey, kommst du uns besuchen? Ja, unser Regieassistent ist mal wieder dabei. Freut mich. Schön, dass du aufgewacht bist. Ja, so sieht es jetzt aus. Wir haben die beiden äußeren Brenner jetzt angemacht, die mittleren drei aus, weil wir gleich indirekt weitergrillen möchten. So, und jetzt nehmen wir hier mal so einen Pfund Petersilie. Und davon, die Leute, da kann wirklich viel dran. Ja, Amigo, du magst die Petersilie nicht, das kann ich dir sagen. Ja, und damit können wir das Hackfleisch hier auch runternehmen. Das rühren wir jetzt einmal leicht unter. Mehr brauchst du da nicht, damit der Petersiliengeschmack so ein bisschen erhalten bleibt. Und auch so ein bisschen Farbe gibt. So, das war's. Wie gesagt, die beiden äußeren Brenner jetzt an. Wir wollen 170, 180 Grad haben im Grill. Und dann machen wir gleich die Kartoffeln indirekt. Und wie das dann geht, zeige ich euch gleich. So geht weiter mit den Kartoffeln. Das Fleisch, Hackfleisch kühlt jetzt aus. Nehmen wir so ein Backblech, machen da Backpapier drauf und dann verteilen wir jetzt auf der Oberfläche von dem Backpapier sehr mittig ausrichten. So, den Käse, zumindest ein Teil davon. Ein bisschen den Rand hochziehen, dass er nicht nachher am Rand festbackt. Wie gesagt, richtig schön drauf. Viel hilft viel bei Käse und natürlich auch bei Bacon. Dürfen wir nicht vergessen. Bacon und Käse, viel hilft viel. Immer gut. So. Ein bisschen schön verteilen. So, Beutel ist leer. Und dann wenn mal so ein Quadratzentimeter ohne Käse ist, auch nicht schlimm. Und wir haben ja noch einen Beutel. Wir wollen ja einen Käsemantel haben. Heißt, wir schneiden den zweiten Beutel natürlich auch noch auf. So. Dann brauchen wir einen Käsemantel, den man zeigen kann. Und nicht einen, der nachher aussieht wie gewollt und nicht gemacht. So, da sind noch zwei, drei Schnipsel. Die hat hier selber. Ja, die Kartoffeln haben wir vor 5 Minuten abgegossen. Die sehen jetzt so aus, ne? Halt, da brauche ich noch mal einen zweiten Handschuh, weil die müssen wir jetzt ein bisschen biegen. Wenn man die Kartoffeln frisch schneidet, braucht man sie nicht biegen, sonst verziehen sie sich, werden sie jetzt im Wasser liegen. Einmal, damit der Stärkeanteil ein bisschen weniger wird, aber braucht man nicht zwingend. So, ihr seht ja den so Wellerflex hier, ne? So, die biegen wir noch so ein bisschen gerade. Und dann fangen wir an irgendeiner Stelle an. So, längs nach unten, wenn es geht. So, runterdrücken. So, und dann nächste. So ein bisschen überlappen lassen. Die müssen jetzt nicht alle gleich lang sein, aber oben sollten wir schon mal gleich anfangen. Überlappen lassen. Und das machen wir jetzt bis am Rand. So, und dann geht die nächste Lage. Wenn es geht, natürlich erstmal die großen Scheiben nehmen. Das ist eine ganz dicke, die wollen wir nicht. So, nächste. Und wieder nächste. So, und das machen wir jetzt mit den gesamten Kartoffeln. Nächste. Genial, oder? So, und das bis unten hin. Ja, Kartoffeln sind verteilt. Hier so, jetzt nehmen wir hier so ein bisschen Olivenöl, unseren Silikonpinsel. Und dann streichen wir so ganz zart so ein bisschen Öl auf die Kartoffeln. Das macht man, bevor wir die gleich noch ein bisschen salzen und pfeffern. Wobei, ich glaube, pfeffern brauchen wir die gar nicht, weil die Masse mit dem Fleisch, die ist schon ein bisschen schärfer, aber das muss jeder so machen, wie er möchte. Wir mögen eigentlich gerne scharf, also scharfes Essen, scharf aber auch, beziehungsweise Lamm. So, und das wird jetzt so ein bisschen eingepinselt hier. Und dann kommt das für gut, ja, müsst ihr im Auge behalten, 20, 25, 30 Minuten bei 170, 180 Grad auf dem Grill, und zwar indirekt. Das heißt, der Käse unten, der unten drunter liegt, der... der wird dann schön flüssig, hätte ich fast gesagt, weich. Bindet hoffentlich die Kartoffel. So haben wir uns das auf jeden Fall vorgestellt. Und dann am Ende sollte das eine homogene Masse bzw. einen schönen Mantel für das Hackfleisch ergeben. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Salz und dann oben mal so eine leichte Spur. Rüber nicht zu doll. Salz hat auch, beziehungsweise der Käse ist auch ein bisschen gesalzen. So, und dann brauchen wir noch mal ein bisschen. So, dann habe ich hier Paprika edelsüß. Das geht immer. Und dann auch so eine leichte Spur oben rüber. Muss nicht, wer weiß, wie viel sein.
Aber wie gesagt, ein bisschen dran machen, sieht gut aus, schmeckt gut, mag jeder. So, und genau so wie es jetzt ist, machen wir den Grill. Der Anne ist er ja, ne? Ja. Na, der hat jetzt noch 180 Grad, passt perfekt. Ja, die beiden äußeren Brenner an, die haben wir vorhin einmal ausgemacht, weil er schon 240 Grad hatte. Ja, und jetzt das Ganze dann indirekt in die Mitte. Wie gesagt, im Auge behalten, gute 25 Minuten, 20, 30, wissen wir noch nicht, müssen wir sehen. Aber lass mal so ein bisschen die Temperatur einwirken und dann schauen wir mal so in 20 Minuten nach. Ziemlich genau 28 Minuten später. Leute, guckt euch das mal an. Es blubbert, es brutzelt, ja, Fett ist klar, ne? Käse, Olivenöl, fertig. So, die beiden äußeren Brenner, die lassen wir an, die brauchen wir gleich weiter indirekt. So, heißt, wir nehmen jetzt den Käse bzw. die Kartoffeln runter. So, und jetzt müssen die bestimmt, ich sag mal, ja, 10 Minuten kalt werden. Und die lassen wir kalt werden. Und dann geht es weiter. So, die Kartoffeln bzw. die Käsekartoffeln, ne, liegen hier jetzt, ein bisschen kälter geworden. So, und jetzt nehmen wir hier mal unsere Hackfleischmasse. Und die verteilen wir dann mal so schön oben drüber. Nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Wir haben ja genug von dem Kram hier. Na, deswegen, ja, ihr müsstet das riechen. Ihr müsstet das riechen. Also das ist so wirklich so, ich sag mal, türkisches Restaurant. Fleisch. Man kann diesen, ja, diesen Kreuzkümmel, Tomate, also das passt einfach. Riecht völlig genial. Ich hoffe, es schmeckt gleich auch so. Und jetzt müssen wir mal gucken. Nicht ganz bis am Rand. Oder vielleicht doch. Doch, wir gehen bis am Rand. Wir lassen das Ganze dann einfach in den Grill tropfen, was rausläuft. So, oh, völlig, also ihr müsstet da, also ich bin tief beeindruckt. Und wir kommen auch ziemlich gut mit dem Hackfleisch hin. Das heißt, so vom Rezept her, was ihr natürlich unter dem Video findet. So, ich hoffe, das ist nicht zu viel. Das wird eine Monsterrolle. Und dann geht die gleich nochmal kurz auf den Grill mit Käse oben drüber. So, ja, so sieht es jetzt aus. Und jetzt müssen wir das Gerät hier natürlich rollen. So, und dafür nehmen wir das Papier und knicken das vorne so ein bisschen ein. Handschuh darf man zur Hilfe nehmen oder auch nicht, wer möchte. Aber guckt mal hier, seht ihr das? Das hier, ne? Ich roll mal weiter. Leute, das ist Käse. Boah, wie genial, oder? Ja, was am Rand rausfällt, ist überhaupt nicht schlimm. Das wird passieren. Wir werden auch vielleicht nicht bis zum Ende durchrollen, sondern aber es ist noch relativ, ja, von unten noch warm. Das heißt, es, oh, wie genial. Hammer. Kartoffeln, Hackfleisch. Also ich sag mal, jetzt schon, schlecht werden kann das Ganze nicht mehr. Ja, es kullert jetzt noch ein bisschen was am Rand raus, aber da stehen wir doch jetzt mal drüber. So, Problem ist jetzt, dass wir das Ding gleich nochmal auf den Grill kriegen müssen. So, und dafür ziehe ich jetzt mal so ein bisschen das Ganze zurück. Dann brauchen wir kein neues Papier, und das funktioniert. Und dann rollen wir das weiter, bis die Naht quasi nach unten ist. So. Und wenn jetzt was am Rand rausläuft oder rausfällt, dann ist das nicht schlimm. Ein bisschen reindrücken. So, was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir diese ganze Rolle, schieben die nochmal zurück. So, die können wir ja mit dem Papier gleich, und das Hackfleisch nehmen wir für den Rand. Wir haben ja Handschuhe an, können wir machen. So, Leute, das ist eine Rolle. Also, mega. Also, das ist schon wirklich genial. So, jetzt nehmen wir, hatte ich vorhin vorbereitet. Ich hatte noch so ein bisschen Käse in der Tüte, habe ich so ein bisschen Petersilie mit reingelegt. Möchte ganz gerne nochmal so eine kleine Spur Petersilie und den Käse oben rüberlegen. So, was vorbeifällt, nicht schlimm, fällt vorbei. So, so, und das Gerät hier, das packen wir jetzt wieder aufs Backblech und dann nochmal auf den Grill. Aber dafür muss ich das Backblech erst wiederholen. Das haben wir nämlich weggestellt. Ja, so sieht es aus. Wir haben es wieder draufgepackt. Und jetzt nochmal indirekt auf den Grill. Heißt bei den äußeren Brenner auf Volllast. Jetzt haben wir schon, ja, 210 Grad. Ist aber nicht schlimm, weil das ist noch relativ warm in der Mitte. Und der Käse soll jetzt verlaufen mit der Petersilie.
Ja, und dann wird gleich angeschnitten, dann wird verkostet mit dem leckeren Joghurt. Ne? Und dann seid ihr wieder dabei. Horcht. Die Kirchenglocken, wie immer. Ne? 19 Uhr. So, egal. Jetzt schauen wir mal in den Ofen. Oder in den Grill. Wow. Leute, ich nehme das Gerät jetzt runter und packe das mal aufs Brett. Richte das an und dann wird verkostet. Ich kann mir echt vorstellen, das wird mega lecker. Hammer! Tja, nur ist soweit. Ich muss probieren. Ja, so sieht's aus. Kartoffel, Hackfleisch, die Joghurtsoße, ne? Die verlinke ich euch übrigens hier oben. Die ist beim Bratwurstdöner, ja, beim Sausage-Döner haben wir die da das erste Mal gemacht und die ist mega, die müsst ihr probieren. Also die probieren wir jetzt dazu. Ja, das sind hier die Monsterkartoffeln, die haben wir ja schon gesagt. So, ich darf jetzt probieren. So, und dafür, ja, dafür probieren wir. Ja, schnippeln wir hier einmal vorher. Käse, Kartoffel, Hackfleisch, normal. Ja, also ist auf jeden Fall gar mega, Hammer, Oberhammer. So, die an der Seite. Und jetzt nehmen wir hier so ein bisschen von der Joghurtsoße. Nehmen so ein bisschen von der Kartoffel. Ein bisschen vom Hackfleisch. Kann auch noch ein bisschen mehr Hackfleisch sein. Also das ist eine schnelle Nummer eigentlich. Und ja, wie gesagt, ne? Ja, ich sage jetzt mal auf euch, ne? Ich probiere das jetzt. Ich darf. Also, die Joghurtsoße, also die reißt alles raus. Jetzt nochmal ohne. Also Kartoffel, Käse und Hackfleisch, Petersilie und so weiter. Also, ich muss sagen, also wenn diese Kartoffeln, ne, diesen Fleischsaft aufnehmen und so eine leichte Schärfe haben und dann noch mit dem Käse, mit dem Gouda, mit dem türkischen Gouda, also ich weiß nur, sehr lecker. Völlig genial. Ja, was soll man dazu sagen? Das kann man machen. Ja, also gerne nachmachen. Wenn ihr es nachgemacht habt, schreibt unter Video oder unter das Video, wie es war. Also das ist wirklich dieser Kreuzkümmel, ne? Ja, egal. Also, mir gefällt super, wenn es euch gefallen hat, gerne wie immer an dieser Stelle wohlwollenden Kommentar. Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Abo, das Schönste, was es gibt. Ja, und bis dahin bleibe ich bei Olaf Barbecue Dino, Grillen am Fuß des Wiedengebirges. Macht's gut. Also das ist echt mega. Das ist echt mega hammer lecker. Also diese Kartoffeln.